Alles klar. Aufbruch! Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschütz bereit! Das sind unsere Soldaten. Geben wir ihnen Feuerschutz. Sie wissen, was sie zu tun haben, Kerz. Feindliche Infanterie voraus! MG-Feuer eröffnen! Fenster im Auge behalten! Nicht gut! Nicht gut! Unsere Lenkung fällt gleich aus! Das sind unsere Soldaten! Geben wir ihnen Feuerschutz! Sie wissen, was sie zu tun haben, Kerz. Infanterie auf 12 Uhr! MG-Feuer eröffnen! Feindfahrzeug! Wir müssen durch die Barrikaden! Station voraus. Alle Mann bereithalten. Beeilung, Kerz. Strengen Sie sich gefälligst an! Ich arbeite dran! Feindliches Feldgeschütz! Sieht gut aus. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger hatten Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl, Kommandant. Sie rücken vor! Das Ziel bewegt sich noch! Das Ziel ist erledigt! Das war's. Die Panzer sind erledigt. Sie hätten keine Chance gegen uns.
Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Zerstören wir ihre Verteidigungen. Sie fliegt! Die haben wohl schon einen Tiger gesehen, hä? Stellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Die letzte Artilleriestellung. Sie feuern nur, wenn sie ein Ziel haben.
Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Sitzt. Voll ins Schwarze! Scheiße, das ist nicht gut! Der macht keinen Mucks mehr! Noch einen Treffer überleben wir nicht! Panzerdivision versucht, den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abwehren.
mein Gott! Das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen. Kurt, sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben. Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben. Mach irgendwas, Peter! Bestell dich jetzt! Nicht gut! Nicht gut! Was ist los? Fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Erwischt! Passen Sie auf, wo Sie hinfahren, Kerz! Zerstörung. Wir werden ihnen zeigen, dass wir stärker als jede Bombe sind. Das ist ein Hinterhalt. Schröder! Treffer! Weiterfeuern! Diese Bastarde sind verrückt! Die haben keine Chance gegen Tiger! Er kann wieder los! Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen!
Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herrgott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Treffer! Ganz ruhig. Wir schaffen das. Sollen sie nur kommen. Treffer bestätigt. Scheiße!
Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott nochmal! Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Wo ist Hartmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Reiß dich zusammen!
Aufpassen! Verdammt! Sind alle wohl auf? Melde volle Kampfbereitschaft, Kommandant! Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann. Something over there, right? Check it out. Oh, shit!